Herzlich willkommen bei Kulitär. Und ja, ich wollte mal heute was Neues machen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es bei euch so ankommt. Ich wollte mal auch euch fragen. Also, ich will Original gegen Remake. Und ich wollte fragen, was findet ihr? Also, ich stelle immer drei Filme. A plus diese drei Remakes. Also, sechs Filme sind das. Ich zeige immer Original, Remake, Original, Remake. Und ja, davon wollte ich jetzt mal anfangen. Dann fange ich jetzt auch mit dem ersten Film an. Hier ist The Fog, Nebel des Grauens. Müsste eigentlich jeder kennen. Ist ja von John Carpenter, veröffentlicht von Kinowelt. Hier habe ich die zwei DVDs, Extended Version. Ist noch die alte, also alte Auflage. Und ja, der hat eine FSK 16. Das Cover ist gut und das ist ja das Original von ja Carpner aus den Jahren, ich weiß es jetzt nicht genau, aus 1980. Und ja, das Cover sieht ganz okay aus. Also wenn ihr jetzt schaut einfach meine John Carpenters Collection gerade an, dann seht ihr, dann hört ihr auch alles, was ich jetzt schon gesagt habe zum Cover und zur Lauflänge und so. Also ich wollte nur sagen, ja, hier ein paar Bilder zum Film nur. Und ja, hier nochmal zur FSK 16. Ich wollte auch sagen, also das ist Original. Und also ich wollte. Und ja, und hier ist das Remake. Und ja, wie ihr seht, das Remake liegt hier in der Extended Version auch vor. Und das Cover finde ich tausendmal besser. Wobei, also das alte Cover hier von der Erstauflage, das finde ich noch besser. Und es ist ja die Neuveröffentlichung auch hier von den Machern von Halloween, also auch wieder John Carpenter hatte seine Finger hier im Spiel, glaube ich, sogar in das Remake. Ja, und hier auch nochmal zum auf der Rückseite etwas ist ein, das kann man Special Edition auch sagen, hier. Zur Lauflänge sage ich jetzt nicht, schaut einfach mal John Carpenters Collection an. Und ja, ich wollte hier nur sagen, mein Favorit ist hier John Carpenters The Fog, Nebel des Grauens, das Original aus dem Jahr 1980, weil ja, so ein bisschen hat der hier mich. Ja, der hat auch nicht so gute Kritiken bekommen, aber anschauen kann man den mal, weil so schlecht ist er auch nicht, aber das Original ist umso besser. Jetzt kommen wir auch zum nächsten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand kennt. Habe ich jetzt auch hier nur nett vorgestellt und ich möchte aber jetzt mal vorstellen, da stelle ich auch gleich alles vor. Hier, Amityville hier in der Gold Edition. Mit die ungekürzte Originalversion, 17 Minuten länger. 5.1 Dolby Digital. Doppel-DVD. Und ja, hier die Gold Edition. Die ist, ich weiß jetzt nicht, ob die out of print ist. Letztes Jahr, wo ich, also es war ja heute, ich habe ja heute das Remake noch gesehen, weil ich gestern ja das Original gesehen habe. Und ja, und dazu sage ich jetzt einfach was. Ich habe die Gold Edition neu bekommen, nur leider war jetzt die Hülle ein bisschen, also die Folie ein bisschen beschädigt und war so ein kleiner Schnitt oder irgendwas drinne in der Gold Edition, aber stört mich jetzt nicht weiter. Ja, das war ja ist out of print, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, weil bei Amazon bekommt man die für 17 Euro, die Edition. 17 Euro, aber nicht direkt über Amazon, über einen Drittanbieter. Und ja, weiß jetzt nicht. Aber das Cover gefällt mir sehr. Sehr geil. Ist auch noch die alte Auflage. Alt oder neu, ich weiß nicht genau. Müsste alt, die alte sein. Hier mal auf der Rückseite. Für, ich weiß jetzt nicht, wovon wem veröffentlicht, aber ist eine sehr coole Edition und wirklich. Bin froh, dass ich sie bekommen habe. Und hier auch nochmal was zu den Extras. Und ja, Sprachen gibt es auch genug. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Alles in 5.1. Und hier ist, ich zeige das jetzt nicht auf der Hülle, aber das ist ein Schuber. Das ist coole Edition. Und ja, hier ist auch nochmal, steht auch nochmal Gold Edition oben drüber. Ja, hier. Und hier sehen wir auch nochmal das Cover und das Cover ist richtig geil. Das ist richtig cool. Das ist sogar besser als das Remake, kann ich schon mal sagen. Wobei das Cover mir auch gefällt, aber na, komme ich später dazu. Also hier sehen wir das Original aus den Jahren 1979, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Aber hier Amityville Horror, das Original ist das hier. Und ja, das ist ganz okay, ganz gut. Ja, das ist ganz gut, kann man sagen, ja. Also, das hat ja eine FSK 16, hier sehen kann. Und ja. Jo, das
kann man dazu sagen? Das ist eigentlich fast das gleiche wie das Remake, nur, also ihr müsst eigentlich kennen. Und die Edition ist auch cool. Hier sind zwei DVDs, einmal der Hauptfilm. Und der Bonus hat FSK 12 auf einer FSK 16. Hier nochmal ein Booklet in der Gold Edition dabei. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das in jeder Edition ist, in der Gold Edition, aber in dieser war es. Und ja. Jetzt mal Werbung zu anderen DVDs. Und wie gesagt, war ja noch neu verschweißt, habe ich mitgenommen. Ja, das ist das Original. Und ja, das ist das Remake. Sorry, dass es jetzt so blendet, aber das ist gerade mein Licht. Weil wenn ich es ausmache, das ist finster wie die Nacht hier drin. Ja, und das ist jetzt das Original. Nein, 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 sorry, das ist jetzt das Remake. Ich habe mich gerade versprochen, weil dahinter noch das Original liegt. Und ja, hier steht dann mal von Michael Bay, Produzent von Texas Chainsaw Massacre. Ja, mittlerweile eine wahre Geschichte, das weiß ich jetzt nicht, aber hier sind wir jetzt noch auf die alte Auflage und das Cover ist ganz gut. Ja, hier kommen wir zurück, ein paar Bilder zum Füllen, das und das. Also die Lauflänge beträgt hier 86 Minuten und bei dem Original beträgt die Lauflänge 114 Minuten. Ist schon wirklich, hier, der geht hier knapp 2 Stunden, der hier geht 1,5 Stunden oder so. Ja. Hier auch wieder FSK 16. Und hier ist die Disc und hier ist auch nochmal so ein kleines Booklet, einseitiges. Auch nochmal was zum Film und hier auch nochmal die Kapitelansage. Und hierbei sage ich auch, also ist diesmal nicht das Original, diesmal ist das Remake. Das Remake hat mir mehr gefallen, weil die Schockmomente waren viel besser, finde ich. Also meinerseits, also ich fand es viel besser. Und ja, kann ich einfach nur sagen, hier stimme ich zum Remake. Aus dem Jahre 2005, glaube ich, oder 6. Ja, 2005. Ja, jetzt kommen wir auch zu einem John Carpenter Film. Ein echter Klassiker, müsste eigentlich auch jeder kennen, wirklich jeder. Ich meine, Halloween 1, die Nacht des Grauens. Ja, hier leider ohne Wendecover. Schau einfach in meiner John Carpenter Collection rein. Da ist alles verkündet. Cover. Und ja, Rückseite ist eigentlich alles das gleiche. Also hier ist das Original. Und ja, hier haben wir im Steelbook Halloween, ein Film von Rob Zombie. Das ist ja das Remake aus dem Jahre 2007. Müsste 2007 sein. Und ja, das ist mal richtig geil, das Bild. Das Steelbook ist auch richtig cool. Habe ich auch ganz günstig bekommen, neu. 2-3 Euro. Ist auch schon länger her. Und ja. Ja, hier eine Legende wacht zum Leben. Ist ja nicht meine John Carpenter Collection, ist ja kein John Carpenter Film. Nur ein Abklatsch. Also Remake. Bisschen härter ist FSK 18, ist ja, ich glaube, die deutsche Kinofassung. Und es gibt auch noch einen Director's Cut. Ja, aber hier die deutsche Kinofassung geht. Muss ich mal gerade schauen. 105 Minuten. Ja, hier kommen wir nach. Ist ja nochmal ein geiles Inlay-Cover. Ja, das Remake. Wobei mir John Carpenter Halloween 1, also es hat ja mehr mit Spannung und weniger mit Blut zu tun. Ja, und ja, Halloween, das Remake von Rob Zombie hat ja mehr mit, kann man mit Gewalt sagen, Gewalt, Brutalität, hat das mehr Blut und alles, weil diese Spannung hier, die Spannung, die das hat, die hat ja auch zwar Spannung, aber nicht so viel. Der Film baut mehr auf Spannung auf und nicht auf Blut. Und ja, hier, der ist ja mehr Blut und ja. Und wirklich, da gefällt mir wirklich das Original besser. Wirklich, als das Remake. Wirklich, das Remake ist ganz gut. Sehr gut, kann man so eigentlich schon sagen. Aber die Nacht des Grauens, ja, übertrifft das jetzt eigentlich nicht. Die Nacht des Grauens ist einfach viel besser. Ja, da kann ich nur sagen, weil da wäre hier so ein Massenmörder gemacht, noch ein, ja, ist der ist ja einer, aber, ja, so ein brutaler Massenmörder, so richtig brutal, ja, aber hier sage ich das Original. Und kommentiert und abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und meine, ja, also Clips schaut, ja, und dann wollte ich mal euch, also ich wollte auch mal wissen, was ihr dazu sagt, ob ich das mal weitermachen soll oder
ja, lassen soll mit diesem Original gegen Remake. Und ja. Und dann sagt mir, was ihr besser findet, Original oder Remake. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.